Guten Morgen zusammen, Leute. War ja die letzten Tage ein bisschen ruhig auf meinem Kanal, aber ich musste mich von der Rückfahrt nach Hua Hin erholen. Heute bin ich dann nochmal in Sha'am bei Lajos, da ist er. Und wir fahren jetzt zur Fahrschule. Ne? Ja. Deine Frau macht einen Führerschein. Sie hat gestern angefangen und soll morgen fertig sein. Ja. Also gucken wir uns da mal um. Und Lajos hat Hunger. Ich habe Frühstück schon hinter mir. Und später berichten wir euch dann, warum sich der Hausbau von Lajos erheblich verzögert. So sieht eine Fahrschule in Thailand aus. Kann man auch einen LKW-Führerschein machen. Und das ist der Parcours, der Übungsparcours. Da hinten Stoppschild oder Vorfahrtachtenschilder. Oh, sogar mit Anhänger kann man hier machen. Habe ich mir auch noch nie so angesehen. Und hast du den Führerschein schon bestanden? Wie? Hm. Bist du durchgefallen? Nein. Nein? Theorie? Ja. Naja, dann büffel mal schön. Oh, da sehe ich auch viel Rot, ne? Ach ja. War alles falsch? Nö, das hat sie falsch, hat sie falsch gemacht. Die erste 50, aber nur 8 Fehler. Und die andere 50 ist nur 5. Also. Und die hintere ist 100 von 100. Ich habe 8 falsch. Ja, gut, ist das. 8 Fehler. Also. Passt. Schei, okay zu sein. Ja, und die Leute, die hier mit den Westen rumsitzen, die machen auch einen Führerschein. Warum jetzt mit Weste? Keine Ahnung. Also, die Fahrschule geht über 3 Tage, ne? Ja. Theorie und Praxis. Und heute wird schon getestet und morgen, ne? Ja, heute praktische Prüfung und morgen theoretische Prüfung. Und nach 3 Tagen alles abgeschlossen. Und dann geht es auf Führerscheinstelle, dann wird der Führerschein ausgestellt. Genau. Herzlichen Glühstrumpf. 3/4 Stunde Mittagspause und die wird genutzt zum Essen fassen. An so einer kleinen Garküche hier. Die laufen ja, wie bereits des Öfteren erwähnt, immer. Bist du auch schon da, Lajos? Ja. Ist ja süß. Nee, danke. Das sind Lose, da kann man eine Flasche Whisky oder andere Preise gewinnen. Da wird wieder Gockel gegrillt. Nach dem Essen kann man da links eine Runde schlafen. So sieht der Gockel dann fertig zubereitet aus. Mit Grünzeug. Cao Niao, Leberreis. Und einmal Pad Ka Pao Mu. Und so ein giftgrünes Getränk da. Fanta Grün. Fanta Grün. Guten Appetit. Dankeschön. Ich gebe immer leer aus. Die beiden haben das gut vor. Lab Mu. So, wir sind wieder auf dem Gelände von Lajos hier. Und einige fragten ja. Liebe Grüße an alle. Warum die Baumaßnahme noch nicht begonnen hat, Lajos. Ne? Und erster Grund ist oder war, er hat ein anderes Gebäude zu bauen. Ne? Ja. Und die Baupreise sind sehr in die Höhe gegangen. Sind nicht in die Höhe, die sind explodiert. Also das Bauunternehmen ist vor 2 Wochen fertig geworden mit dem Großbau, was er da gemacht hat beim Engländer. Und wir hatten letzte Woche Samstag einmal zusammengesessen, einen halben Tag. Wir wollten eine Außenküche, das große Haus und einen kleinen Pool, so wie wir es ausgemacht haben. Preise letztes Jahr, was wir gemäß Plan gemacht haben, waren 1,1 Millionen fürs Haus, für den Pool 480.000 und für die Außenküche 210.000. Jetzt hat er uns Preise präsentiert fürs große Haus statt 1,1 für 2,89 Millionen, die Außenküche 489.000 und für den Pool 650.000. Das heißt, alles ist fast um Haus ist fast um 200% gestiegen und Außenküche und Pool zwischen 50 und 120%.
Was du natürlich nicht akzeptierst. Nein, nein, überhaupt nicht. Und bist jetzt auf der Suche nach einem anderen Bauunternehmer, kann man sagen. Ja, es ist so. Er hat zwar noch die Unterlagen noch da, weil wir ihm gesagt haben, er soll dann nochmal die Bleistifte spitzen. Und, aber ich glaube nicht, dass da viel kommt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt haben wir für die Außenküche haben wir jemand, der hat zwischen 140 und 160.000 angeboten. Das heißt, ich nehme Mittelwert von 150 statt 489.000. Gleiche Bauweise. Und wir werden sehen, was ist. Und Pool gucken wir halt mal und das große Haus auch. Ist ein enormer Unterschied, ne? Das hat die Teiloma euch wieder vermittelt, der an die, ne? Ja. Das hat die alles gemacht. Die hat hier ein paar Baufirmen noch an der Hand. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir dann was Gescheites finden. Ich habe halt gegengerechnet. Wir haben für das Haus hier, für das Kleine, haben wir 330 war das Angebot, 335 haben wir bezahlt, also 5.000 mehr. Das große Haus ist ungefähr dreimal so groß wie das. Wenn ich dann noch die Preissteigerung und alles mit dazu rechne von 30%, dann komme ich bei 1,5 Millionen raus. Ja, ja, okay, Stahl ist teurer geworden. Ne? Ja, ich habe ja schon 30% drauf gerechnet, ja. Und plus mehr Arbeitszeit, mehr Leute und dann 1,5, 1,6 Millionen, aber nicht 2,89 Millionen. Oder was er da gesagt hat, ist absolut überzogen. Und eigentlich war vorgesehen, du wolltest im März eigentlich wieder nach Deutschland zurück, ne? Hast du auch nach hinten verschoben, Juni, Juli oder so. Hast in der Zwischenzeit dein Jahresvisum bekommen? Genau. Ohne Probleme? Ohne Probleme. Das Jahresvisum hat, ich glaube, 2 Stunden gedauert, hat es. Also hier in Taiyang bei der Immigration einwandfrei. Jetzt kann ich bis Ende Februar bleiben. Wir haben jetzt das gelbe Hausbuch für mich beantragt. Da haben wir jetzt auch alle Unterlagen zusammen. Da haben wir Termin Anfang April, da gehe ich mit 2 Zeugen hin und dann kann ich mir mein gelben Hausbuch ausstellen lassen und dann den thailändischen Personalausweis für Ausländer. Die rote Panther-Karte. Genau das, ja. Genau. Ja, ist ja, so. Bringt ein paar Vorteile. Und du hast ein paar Pflanzen neu kommen lassen. Ja, ich weiß. Ich glaube, die stand schon da. Die stand schon da, ja. Vorne, hier an dem großen Baum, da sind 4 Palmen, der höchste ist 15 Meter hoch. Die sind vor 10 Tagen gekommen mit einem riesen LKW und Kran. Das hat wieder Wies Onkel gemacht. Da haben wir nur den Transport bezahlt. Und die gehen halt richtig hoch. Die sind jetzt nur vorübergehend hier geparkt, bis wir wissen, wo die eingebuddelt werden. Die sehen aber schon ziemlich braun aus, die Dinger. Das ist nur außen. Die Innenblätter sind alle noch grün. Also passiert nichts dran. Ich habe auch erst gedacht, nein, aber ist alles gut. Alle im grünen Bereich. Ja. Und da pflanzen sie auch da hinten. Da machen sie aber eine Farm, ne? Oder? Ja, das ist ja die. Der ist ja schon immer da. Ja, aber. Das ist so ein Gemüsegärtner. Irgendwie brach gelegen. Guck mal, die Wurzeln, Leute, hier. Ach, hier hast du die in dieser Ringe gepflanzt. Ja. Die haben wir extra kommen lassen, die Ringe. Hinten haben wir auch Ringe. Da haben wir so ein bisschen ein paar Sachen eingepflanzt. Ah, ja. Zitronengras und Chilis und. Aloe Vera sind drin und ein bisschen Gemüse. Also langsam wird's. Ja, man sieht es. Hier haben wir ein paar Obstbäume. Der eine trägt schon Früchte. Der ist so voll, dass er fast zusammenbricht. Das ist Chompu. Ich weiß nicht, wie die Frucht auf Deutsch heißt. Keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber wenn ich denn weiß, habe ich es doch vergessen. Geht mir ja genauso. Den haben wir vor 2 Monaten kommen lassen, eingebuddelt. Der ist wie bekloppt. Also wächst echt wie der Teufel. Oh ja, da ist einiges dran. Ja. Die hast du ja auch in so einem Violettton. Die musst du, weil da kommen so gelbe Mücken und die tun die Frucht dann richtig befruchten mit Eiern und dann wachsen, verfaulen die Früchte und da wachsen dann kleine Fliegen dann raus. Ja, das ist nicht gut. Da haben wir Pfeffer. Der ist jetzt auch relativ neu, ist jetzt seit einer Woche drin. Oh, da ist er schon mal dran. Ja, der wächst jetzt, der Pfeffer schon. Grüner Pfeffer? Ja. Oh. Das ist schon schön. Ah, probier's ja ordentlich rum. Ja, müssen wir ja. Wir haben dann noch ein paar Palmen noch gekriegt, die sind dann weiter vorne. Ah, das können wir ja dann, wenn wir vorlaufen, dann sehen. So, die hast du auch alle irgendwie neu anliefern lassen, ne? Ja. Alles von Family. Alles vom Wies Onkel aus dem Apartmentkomplex in Bangbo.
Da haben sie ausgebuddelt und sagen sie, es ist zu viel, haben sie mit dem Pickup hergebracht. Sind auch hinten ganz große Palmen. Also das ist, wir sparen uns halt die Anschaffungskosten. Die kennst du ja schon. Genau, eine war da ja eingegangen. Genau, ja, da kam eine neue hin. Und hinten die drei sind auch neu. Da hängt auch eine Frucht dran, aber wir wissen beide nicht, ob die essbar ist. Keine Ahnung. Also es ist, er war vor ein paar Tagen noch nicht dran. Also das ist komisch, dass ein Baum da hat, kriegt weiße Blüten. Ich glaube, in dem letzten Hausbauvideo, da hatten wir ja die zwei Bäume schon, da kamen sehr gute Kommentare. Ich muss mal nachgucken, wie die hießen. Da haben Zuschauer den Namen von den Bäumen genannt. Guck mal nach, dann kannst du die Kommentare, die neuen, beantworten. Mache ich gerne. Die beiden sind auch neu. Und hinten an dem Baum, oder hier vorne, je nachdem. Geh da nicht vorbei, bitte. Weil da sind die Feuerameisen. Das brennt wie Feuer, wirklich. Ja, momentan keine sichtbar. Von denen. Du siehst es manchmal. Ich habe hier vorgestern gegossen. Ich bin hier gesprungen wie so ein Ziegenbock. Langer Gartenschlauch, um zu bewässern. Und du ziehst auch, oder deine Frau zieht auch selber Pflanzen, ne? Wie ich sehen kann. Jede Menge. Hat sich einiges getan. Ja, wir haben schon sehr vieles eingepflanzt. Also das war hier bis hier zum Wasserschlauch alles voll. Der Tisch ist auch neu und den möchtest du mal aufarbeiten lassen, ne? Ja, der wird abgeschliffen. Mit Sandstrahl und dann wird er versiegelt und lackiert, also richtig schön lackiert mit Bootslack und dann hält er. Der ist um die 80 Jahre alt, schwer wie Hund. Da passiert nichts mehr dran, wenn da Bootslack drauf ist. Das ist guter Zeug. Also ist wirklich. Und da hinten sind die neuen Palmen, guck mal. Wo? Hier, hinter dir. Ach so, ja. Das ist auch Wiesarbeit. Ach, selber gezogen. Ja. Eigener Komposthaufen, Eierschalen, Kaffeesatz und Erde und ein bisschen Asche, ne? Asche und Pistazienkerne. Ja. Was bewirken dann, die? Die zerfallen auch, die sind halt voll mit Calcium und Kalium, weil in den Kernen von der Pistazien befinden sich die meisten zwei Produkte, Calcium und Kalium. Und da kommt jetzt noch ein bisschen Rinddung drauf. Dann wird das zugedeckt, ein bisschen gegossen und so in 2-3 Wochen ist das super. Alles ersetzt. Ihr seht also, so einige Kleinigkeiten haben sich auch bei Lajos getan. Und er wird hier noch so zum richtigen Biobauern. Finde ich gut, eine gute Sache und man ist beschäftigt. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.